Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu Resident Evil 2. Wir haben vor kurzem, ganz vor kurzem, erst den dritten Teil gemeinsam gezockt. YouTube hat kein Auge gemacht, was mich sehr gefreut hat. Letztes Jahr haben sie sehr viel Probleme mir bereitet zu Resi 2. Nicht nur, dass die Videos nicht werbefreundlich waren, sondern die Videos wurden auch ab 18 geschalten, was wiederum Strike-Gefahr heißt. Ich habe schon den einen oder anderen Strike bekommen für ein 18er-Video aus dem Nichts heraus, was wiederum dein Kanal in Gefahr bringt. Und darauf hatte ich jetzt nicht so Bock. Ich hätte sehr gerne das Spiel gezockt letztes Jahr, aber es ging nicht. Ich habe es auch mehrfach erklärt. Nicht jeder hat es verstanden, auch wenn man es genau detailreich erklärt hat, aber das ist halt so eine Sache. Nicht jeder wird gleich behandelt, auf YouTube ist es genauso wie im echten Leben. Nicht jeder wird gleich behandelt. Bei dem einen ging es, bei mir nicht. Schade. Schade drum. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, es geht dieses Jahr. Wenn es nicht geht, dann werdet ihr dieses Video wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen. Wenn es geht, vielleicht schon. Und vielleicht habt ihr auch Bock, dass wir es gemeinsam jetzt nach Resident Evil 3 zocken, Gänger und ein bisschen zusammen zeitlich und ja, genug gelabert, ihr wisst jetzt Bescheid. Solltet ihr Bock haben, unterstützt mich mit einer Bewertung, wäre auf jeden Fall eine feine, ehrenhafte Sache von euch. Ja, kurzer Aufwand, 2-3 Sekunden, ja, kurz die Maus oder den Finger nehmen, Like nach oben, bam, Ende aus Mickey Mouse. Mir hat es sehr weitergeholfen, mich motiviert es, mich unterstützt es und ja, jetzt habe ich aber genug gelabert. Wir starten einfach mal durch. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach, komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? Okay, so. Und damit sind wir im Spiel. Sehr schön. Ja, den Anfang durfte ich ja letztes Jahr noch zocken. Ich habe es privat dann auch weitergezockt. Aber nicht ganz durch, muss ich sagen. Ich habe irgendwo am Anfang des Labors, sage ich mal, ohne jetzt etwas zu spoilern, aufgehört und mir den Rest dann angeguckt bei einem Kumpel. Der hat es auch gezockt.
Ja. Hier stimmt was nicht. Alles in Ordnung? Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay. Ich muss sagen, alle Erinnerungen sind nicht mehr da. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, es hör nicht näher. Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Alter Schwede. Profi, habt ihr gesehen? Wie wechselt man hier nochmal zum Messer? Hab ich das überhaupt dabei? Nee. Meint ihr, er ist tot? Verdammt. Was halten die aus, ey? Bleibst du liegen? Jetzt bleibt er liegen, glaube ich. Ich glaube, jetzt ist er platt, oder? Oh! Schlüssel haben wir natürlich nicht. Aber ich muss sagen, beide Remakes sind schon richtig, richtig, richtig geil gemacht. Ein Träumchen wär's, wenn sie den... Uiuiui, Alter, das ist aber auch ein Träumchen hier rechts an der Seite, Mensch. Was geht denn da ab? Wahrscheinlich wird das Video eher deswegen gesperrt, als wegen der Gewalt. Ja, ein Träumchen wär's, wenn sie den vierten auch nochmal remaken würden. Bisschen die Steuerung anpassen. Ja, das wäre für mich, also zu mir, oder einfach beide Möglichkeiten. Neue Steuerung und die alte mit rein, aber Resi 4 ist halt auch einfach, boah, Alter. Junge. Ich hab's damals auf der Wii gezockt und alter Schwede, habe ich mir eingeschissen damals. Alter Schwede, Resident Evil 4, ey, Junge. Boah. Weil damals kam ja auch der Lautsprecher aus der Wii-Mode. Alter, ich hatte so Schiss. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Thank you.
An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Hier ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Ja, alles klar, Freunde. Das ganze Chaos. Hauen wir mal lieber ab, ja? Gut, ja, Freunde, vielleicht wisst ihr es ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Einmal mit Claire, einmal mit Leon. Und ich glaube auch einmal A, B oder B, A. Man kann sich halt entscheiden, den ersten Durchgang mit Claire oder den ersten mit Leon und andersrum und so weiter. Ja, aber ich habe jetzt den ersten mit Leon nochmal gemacht, hier angefangen. Was ihr gerade seht, das ist so das mit Leon, wo ich da mehr Bock drauf habe. Die Polizeistation. Ja, und die Polizeistation kennen wir ja auch von Resident Evil 3, wa? Gucken, ob ich da einfach vorbeilatschen kann. Ja, perfekt. Ich glaube, ich habe eh keine Munition mehr. Nee. Eh keine Muni mehr. Hallo? Ist irgendjemand hier? Erste Hilfe-Spray. Munition? Jemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ich sollte den Typ suchen. So, die Karte. Wenn sie Schaden nehmen... Ja, gut, das ist klar.
Der ist abgehakt. Den kann ich eigentlich direkt wegwerfen. Den brauchen wir nicht mehr. So. Deluxe-Waffen? Was ist denn das, Alter? Was ist das denn? Ist die geil oder was? Ist die stärker? Soll ich die mal nehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich die... Nee, ach komm, ich pack die mal weg. Keine Ahnung, was das ist, von der Deluxe Edition oder was? Hatte ich das damals auch schon? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ey. So, warte mal, ich glaube, es ist ein bisschen dunkel, ey. Gut, da kriegen wir das Teil später. So, Karte benutzen ist nicht nur nützlich und ich gehe. Okay, alles klar. Ja, gut. Die Map ist ja selbsterklärend. Ja, der zweite Teil ist auch deutlich gruseliger, finde ich, und beklemmender als der dritte Teil. Der war ja sehr actionreich. Aber auch sehr geil. Munition? Ich weiß nicht mehr, wo irgendwas lag. Also für mich ist das Gefühl, gerade ich merke das wie neu. Wie neu erfahren. So, in welchen Raum müssen wir noch? Achso, einmal rum und dann alles klar. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Oder? Ist hier. Die Toilette, checken wir die mal kurz ab. Erste Hilfe-Spray, sehr nice. Oh Gott. Aufmachen! Schnell! Ja, wir kommen schon. Mach die verdammte Tür auf! Ich hol sie raus! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Ach du Scheiße! Ja, ganz schön gore-lastig, ja. So. Notizbuch eines Polizisten. Gut, das brauchen wir natürlich noch für die Rätsel. Oh Gott. Weg. Sollen wir den platt machen? Ja komm, jetzt hab ich dir schon so viel reingeballert. Bleibt der liegen jetzt? Meint ihr das reicht? Na, bewegt er sich nochmal? Ne, ich glaube, der ist weg. So. Oh Gott, jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn als nächstes hin? Sicherungskasten? Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Nee, hier geht's nicht durch. Scheiße. Ja, du sagst es laut, Alter.
Gott, keine Munition mehr. Ich muss laufen. Lauf, lauf, lauf. Gott, Alter, ich werde schon hier durch die Gegend gepeitscht. Oh nein. Die sind überall. Oh shit, ich muss sie austricksen, Alter. Jetzt habe ich es verkackt. Komm da rein. Mann, ich warte hier. Ich muss hier irgendwie austricksen. Ich muss wieder in die große Halle. Ich muss hier rüberlocken. Ich muss hier austricksen. Es geht nicht anders. So, so. Ja, 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 ja. Du auch, du auch. Ja, jetzt, 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 jetzt. Weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Ne, wo bin ich? Wo bin ich? Hier ist richtig. Komm schon! Verdammt! Pass auf! Verstanden! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ein Kampfmesser. Gut. Ja. Warte mal. Hat das jetzt genommen, Alter? Ich hab's gar nicht genommen, Alter. Ich Idiot. Gut. So. Hier müssen die Medaillen rein. Drei Medaillons finden. Gut, jetzt können wir natürlich mit dem Messer das hier erstmal aufschauen. Ich weiß nicht, soll ich die Westguard nachher mitnehmen, Alter? Sieht die einfach nur optisch anders aus oder macht die mehr Schaden? So ist das gar nicht, Freunde. Tag nicht vorgestellt. Könnt ihr mir das vielleicht mal in die Kommentare bei? Ich will die mal mitnehmen. Samurai Edge Alberts. Oder hat die mehr Schuss? Die hat mehr Schuss. Mit drei Schuss mehr. Ah, ich nehme die mal. Die sieht ganz nice aus. Warum nicht? Ich habe eh keine Munition mehr. Beste Leben auf jeden Fall. Grünes Kaiser. Jawohl, warte mal. Ich glaube, so viel Heilung muss ich jetzt doch nicht mitnehmen. Packen wir mal das Verstauen und das auch. Ich glaube, eins reicht erstmal. Ich glaube, eine Heilung reicht erstmal.
So, Munition. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Helligkeitseinstellung. Ich weiß nicht, ob das so passt oder nicht. Brauchen wir den passenden Schlüssel. Alter Schwede. Oh mein Gott. Nein! Was haben wir hier? Ereignisbericht, 25. September, aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Kommt die rein jetzt? Hier ist die Karte, glaube ich, war? Ja, genau, okay, gut. Gut, das wusste ich gerade noch so. Können wir hier durch? Können wir hier da? Ah, ne. Da brauchen wir den Bolzenschneider. Kommt das Zombie-Vieh jetzt hier rein? Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob da hinten auch noch was liegt. Der Raum ist noch nicht abgeschlossen, das ist noch rot. Deswegen, ich glaube, da vorne liegt auch noch was. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Komm erstmal rein hier, ich knall dich weg. Was zum Teufel? Ja. Lebt's immer noch, das Vieh? Hast du jetzt mal langsam genug? Komm, jetzt hat's genug. Alter Schwede, Junge, hör doch auf, ey. Ich dachte, es wäre schon der Todesschrei. Mein Gott. Oh Gott. Hier noch was? Ja, was ist das? Munition, immer sehr gut. Den knall ich auch mal weg. Sicher ist sicher. Oh Gott. Ist der tot? Der ist tot, glaube ich, oder Jungs und Mädels? Ja, der ist tot. Wow, Alter, ich bin direkt wieder angespannt hier. Also es ist, ey, wie gesagt... Ich finde es jetzt schon beklemmender als Resi 3. Obwohl die Abschnitte mit Carlos waren auch ganz nice hier in dem Bereich. Ich muss gleich mal gucken. Ich bin gerade zu faul. Ich gebe lieber erstmal was ein. Ich bin ein bisschen zu faul. Warte mal, ich muss erstmal gucken. 203 kann man was holen. 208. Ich glaube, die waren alle erst 109, ja, die können holen. Und 106, 102, 103. Okay. 106. Na? Genau. Und 109, glaube ich, können wir holen, ne? Ja. Ich glaube, den Rest können wir erstmal nicht holen. Ein Film? Wo kommst du her, Kollege? Hä? Okay, schnell rüber, Messern, Messern! Alter, jo! Gut, 102 und 3 geht ja nicht. So, 109 haben wir auch noch geholt. Perfekt. Hier ist die Shotgun drinnen. Dann brauchen wir irgendeine Karte. 208 geht ja auch nicht, weil da der Knopf fehlt.
Schließfach-Terminal-Notiz. Ersatztasten, ja. Den müssen wir erstmal holen. Alter, den habe ich übelst damit, ja, den Bruder. So, warte mal. Ja, ich glaub, hier geht's weiter. So. Das Holzbrett, das knallen wir direkt mal hier vor. Zack. Ich glaube, damit ist es auch erstmal sicherer. Munition. Schießpulver. Heilwirkung von Kräutern. Ja gut, das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Film ist Beweismaterial nicht liegen lassen. So, das kombinieren wir natürlich direkt. Erinnerungsfoto. Eine Statue. Mit einem Zepter. Gut. Ey, ich merke wirklich, es ist wie neu für mich so ein bisschen. Ehrlich. Ohne Scheiß. Das können wir erstmal weglegen. Das können wir weglegen. Munition packen wir da rein. Und ich glaube, ich weiß nicht, habe ich damals auch hier aufgehört? Ich glaube schon, ne? Ja gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Hier ist ein Speicherpunkt. Ich glaube, das passt. Das passt erstmal für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und ihr habt Bock. Lasst mich das gerne wissen. Unterstützt es gerne mit einer Bewertung. Tut nicht weh. Geht ganz schnell. Hilft mir aber sehr weiter. Vielen Dank dafür. Checkt gerne auch die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Checkt mal ein paar Instant Gaming ab. Wenn ihr günstig Games, Guthaben und so weiter braucht. Und ansonsten, haut rein. Tschüss.